Moin Leute, herzlich willkommen. Weiter geht's mit Black Ops 3. Zurück! Hendrix, alles okay? Ja, ich hab ihn. Was zum Teufel? Wer schießt da? Wer ist das jetzt schon wieder? Wieder so ein Mannsweib? Alles okay da hinten? Agent Kane? Ich hatte doch gesagt, oben bleiben. Schien, als würdet ihr Hilfe brauchen. Und ihr wart so laut, dass sich jeder 54-I-Fußsoldat nur zu gern um euch gekümmert hätte. Wir müssen uns beeilen. Schalten wir ihre Kommunikation aus, bevor sie es bemerken. Mir nach. Nach dir? Abgeriegelt. Sie leiten ihre Kommunikation über ein zweites Relais. Kannst du es orten? Sekunde noch. Ich hab's. Von dort aus könnt ihr das Störprogramm hochladen. Wir treffen uns bei der Geheimstation. Klingt wie ein Plan. Bewegung. Na dann mal los. Oh. Okay. Also Kane, was tun wir, wenn wir die Geheimstation erreichen? Zuschlagen und ausräumen. Euer DNI macht euch Jungs zu wandelnden Datenträgern. Wir laden euch sämtliche Daten hoch und löschen dann alles. Was ist mit möglichen Überlebenden? Den Fakten nach wurde die Station von der dominanten Militärkraft in dieser Region geplündert. Wahrscheinlich gibt es keine Überlebenden. Kane, nähern uns dem Kommunikationsrelais. Es ist schwer verteidigt. So, ich habe jetzt mal die Taktik von den Hendrix gewählt. Einfach stürmen. Gucken, was passiert. Mein Gott, ey. Boah. Okay, das ging ja einfach. Das Relais ausschalten. Die Penner dürfen nicht mehr miteinander reden. Kane, die Kommunikation wird ausgeschaltet. Wo bist du? Ich check die Geheimstation. Sie ist voller 54 Immortals. Sende neue Koordinaten auf euer HUD. Auf dem Weg. Sind wir fertig? Wir sind fertig. Es könnte jeden Moment alles einstürzen. Achtung, Hendrix! Das Gebäude bricht zusammen! Na, Gott sei Dank hat das nicht vorher schon gesagt. Vorsicht! Auf dem Grabstein soll doch nicht Scheiß Sturm stehen, oder? Hier bricht alles zusammen. Glaub nicht, dass hier noch wer lebt. So. So, einmal kurz gucken, was ist hier so. Sie sind immer noch da und wollen alles mitnehmen, bevor der Sturm noch heftiger zuschlägt. Was sollen wir tun? Greifen Sie an, bevor der Sturm kommt. Das finde ich eigentlich cooler. Und die Waffe... Ach ja, ist egal. Seilrutsche. Können wir die jetzt hacken, oder wie?
können wir ja gar nichts machen. Wartet mal. Kampfkunst. Auch nicht schlecht. Probieren wir es mal so. Aber wir müssen ja jetzt irgendwie hier, genau, erstmal hier runterrutschen. So, dann gucken wir mal. Seh- und Hörvermögen. Auch nicht schlecht. Mal ausprobieren. So, kommen die anderen noch hinterher oder müssen wir hier alleine? Teilen wir mal ein paar Granaten hier. So. Scheiße. Alter. Einer schon wieder. Boah, ist das ätzend. Boah, ey, den kriege ich nicht klein. Verdammter Scheiß. Okay. Sind wir hier falsch? Müssen wir rein ins Gebäude? Wenn ja, wie? So, der ist wenigstens jetzt platt. Entschuldigung. So, der zeigt mir mal den Weg. War der okay. Eben auch schon hier offen? Finden wir heraus, womit wir es hier zu tun haben. Guck, wir haben auch einen Laser. Was ist denn hier passiert? Da hatte es jemand eilig. Kane? Vielleicht 54 IKR-Explosionen. Die Türen wurden nicht von außen gesprengt, sondern von innen. Das muss schon ganz schön Wumms gewesen sein, wenn man die Tür hier aufkriegt. Da vorne ist was. Bereit machen. Oh. Hörst du das? Da drin ist jemand. Die Tür öffnen. Los! Kein Gewalteinsatz nötig. Manchmal muss man nur klopfen. Sie strömen über sie wie die
Mein Gott! Oh mein Gott, was ist mit deren Nasen? Schalt den Scheiß ab! Was zur Hölle ist das, Kane? Ich suche gerade. Was zum Geier? Verwehrung der die Ohren auch. Von einem Jay Zong. Vollstrecker der 54 Immortals. Es war eine Hinrichtungsmethode für ihre schlimmsten Feinde. Durchgeführt am lebenden Objekt. Oh nein. Gar nicht gut. Was? Ist noch was? Die Datenträger. Sie sind weg. Überwachungsvideos, Berichte, Befragungen, alles, was wir runterladen und löschen wollten. Lokale Kopie einer CIA-Geheimseite. Mit Tagesstand der weltweiten CIA-Aktivität. Wenn das rauskommt, dann fliegt jede CIA-Operation auf der ganzen Welt auf. Und die Peilsender der Laufwerke? Die Biokuppeln. Das Herz der 54 Immortals und Heimat des Bruderschwester-Anführergespanns. Go Min und Go Julan. Also holen wir uns die Laufwerke und zahlen es ihnen heim. Ich glaube nicht, dass das die Immortals waren. Die Türen wurden von innen gesprengt. Sie haben gebohrt. Sie waren nie in diesem Raum. Aber wer war es dann? Ich meine, wer hatte sonst noch Zugang? Diese Station wurde zuletzt benutzt von einer Black Cyber Ops Einheit vom Winslow Abkommen. Das war John Taylors Team. Was? Du glaubst, sie sind verantwortlich für diese Morde? Keine beschissene Chance, Kane. Ich kenne doch Taylor. Er würde sich niemals gegen uns wenden. Hm. Kennst du deinen Kollegen ja nicht so gut. Also die scheinen eine andere Abteilung zu sein, die Black Cyber Ops, aber irgendwie auf einer anderen Seite, also schon auf unserer Seite. Aber irgendwie auch nicht scheinbar. Keine Ahnung. Hört sich nach so einem kleinen Komplott an. Ja, Mission abgeschlossen. Undercover. Das sind hier Auszeichnungen, die man dann immer hat. Und dann machen wir mal direkt weiter mit der nächsten Mission. So, und da wollen wir nicht lange rummachen. Was ich dich fragen wollte. Kane denkt, dass Taylor hinter dem Angriff auf die Geheimstation steckt. Müsste sein DNI ihr nicht seinen genauen Standort verraten? Kane sagt, sie sind abgetaucht. Irgendwie müssen sie ihre DNI-Verfolgung abgeschaltet haben. Mhm. Also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, unser Verbindungsoffizier verheimlicht uns was. Ich glaube, du bist nur paranoid. Ich habe ihre Akte gelesen. Sie hat heftige Einsätze mitgemacht, schlimme Situationen und überlebt. Ich denke, sie meint es ehrlich. Ich glaube, ich nehme das doch mal das hier. Feldeinsatzkit. Nehmen wir mal die CUDA und dann geht's weiter mit der nächsten Mission. Die Morde, die Säuberung der Station deutet darauf hin, dass Taylors Team kompromittiert ist. Wir haben über 5 Jahre lang mit ihnen gedient. Wir kennen sie. Die drehen nicht durch. Es sind die Immortals. Das ist ihre Art zu morden. Taylor, Immortals, ganz egal. Sie haben die Datenträger der Station. Wenn wir sie haben, werden die Überwachungsfeeds es zeigen. Hendrix, hast du doch Kontakte? Kommen wir so an die Gurs ran? Ich kenne einen ihrer Datenhändler, Danny Lee. Gerissener Bastard. Aber gute Verbindung. Nutz deinen Charme und bring uns rein. Sind wir drin? Kann Kane die Laufwerke aufspüren?
Die 54 Immortals waren noch nie stärker. Singapur-Streitkräfte, CIA. An uns kommt keiner ran. Ihr verlasst euch noch auf Vollstrecker wie Jay Zhong? Jay Zhong? Der wurde ewig nicht gesehen. Vergesst den verdammten Jay Zhong. Wieso sollte ich an euren Robotern interessiert sein? Das ist die beste erhältliche Robotik. Code Schwarz. Schwarz ist mir egal, Hendrix. Grün ist wichtig. Du weißt es vielleicht nicht, aber der Singapur-Dollar steht nicht mehr gut. Hey! Noch eine Runde für uns! Wer hätte das gedacht? Ein Gebäude in der Innenstadt explodiert und alles stürzt in Chaos und Anarchie. Komm schon, Danny. Wie weit sollen wir zurückgehen, hä? Ich weiß doch Bescheid. Über die üble Geschichte der Kuhzone. Du dämlicher Idiot! Du beschämst uns vor unseren Gästen! Locker bleiben, Danny. Wir sind nur hier, um einen Deal zu machen. Haut er dem das Messer in die Schulter. Die allerbeste Kampftechnologie hat. Winslow-Abkommen? Was ist mit dem verkehrt? Das ist wertlos innerhalb der Kuhzone. Wo waren sie, als so viele starben? Als die SSK uns im Stich ließ und die Mauer baute? Oh Gott, der arme Wirt. Oh. Ich brauche Zeit, um die Datenträger zu finden. Weißt du, wer hier war? Die 54 Immortals. Sie haben aus dem Chaos etwas erschaffen, haben diesen Park genommen und die Solarenergie dieser Superbäume umgeleitet. Ohne die Immortals hätten wir in diesem Drecksloch nicht einmal Strom. Als es keine gab, gaben sie uns Hoffnung. Ja, dank der CDP-Unterstützung ist dieser Hafen jetzt das Herz ihres Waffenschmuggels. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber eins sage ich dir. Wenn dich ein alter Freund verlässt, brauchst du neue Freunde. Mal sehen, was eure Roboter können. Vielleicht können wir uns einigen. Das reicht uns schon. Ist es jetzt? Gumin, Gush Yolan. Welche Überraschung. Ich wusste nicht, dass sie kommen. Und dass eine Winslow-Abkommen-Spezialeinheit kommt, wussten wir auch nicht. Langsam, Mann. Was auch immer sie gehört haben, das stimmt nicht. Wir suchen keinen Ärger. Wir sind ungebunden. Ersparen Sie mir Ihre Lügen. Sie und Ihresgleichen haben viele von uns getötet. Es gibt keine Vergebung! Glauben Sie, wir wissen nicht, weshalb Sie hier sind? Das war's, Hendrix. Wann geht's los? Jetzt! Plan B? Plan B! Kane, initiiere Sekundärprotokoll Echo 2. Ich dachte, du wärst mit Danny liebe Freunde. Ja, das dachte ich auch. Robotertrupp aktiviert Sturmmodus. Oh, Granaten schon wieder. Ich hoffe, du hast den Datenträger lokalisiert, Kane. Hier wird es ziemlich heiß. Hab's. Der Serverraum im Pflanzenberg. Mitten im Herzen ihrer Operation. Und was finden wir das Go- Oh, stimmt doch! Die Überwachung zeigt CDP-Verbündete voraus. Das Nil-Requisitionskorps ist wohl in der Stadt. Soll das ein Witz sein? Sind die auf Urlaub hier? Ach, wollte ich gar nicht. Ich wollte R drücken. So eine Scheiße. So, können wir eigentlich irgendwo was Cooles machen? Scheinbar nicht. Alter.
Wie viel steckt der noch ein? Nee. Na also. Meine Fresse nochmal. Lieber hier rum. Sie ziehen sich zurück. Boah, aufpassen. Oh Gott. Das wurde mir jetzt gerade mal ein bisschen zu heiß. Das nicht. Ja, kacke. Da sind wir ein bisschen ins Gefecht, zu sehr ins Gefecht reingekommen, zu sehr in den Beschuss. Macht aber nichts, denn wir machen nächste Folge weiter an dieser Stelle. Ich sag danke fürs Zuschauen, Leute. Wenn ihr noch am Gewinnspiel teilnehmen wollt, könnt ihr das sehr gerne machen. Einfach auf den Link Gewinnspiel gehen, dort einen Daumen hoch und einen Kommentar hinterlassen. Oder ihr kauft es am besten bei meinem Partner GamesPlanet, dort gibt es 25% Rabatt drauf. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es euch gefallen hat, gerne auch hier einen Daumen hoch da lassen. Macht's gut, bis dann, tschüss.